Zeit. Ha! Ja! Leute, habt ihr Bock auf Nostalgie? Dann seid ihr genau richtig. Denn es kann losgehen mit Mischief Makers. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Part, und zwar, ja, Mischief Makers ist das Herzstück, was ich mir ausgesucht habe für diesen nostalgischen Effekt. Und zwar, es gibt ja wieder einen besonderen Moment, und zwar in diesem Spiel habe ich mir was ganz Spezielles rausgesucht. Einige werden bestimmt ein bisschen schmunzeln, andere werden sich fragen, hör, was will der eigentlich von mir, weil dieses Spiel kennt nicht jeder. Es ist eine Passage im Spiel, die habe ich damals nicht verstanden, ja? Sie ist auch sehr schwer, also wirklich, ohne Scheiß. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Wir suchen das aus. Ihr seht, MHJ, ich habe mir extra einen neuen Spielstand erstellt. Bin extra für euch nochmal dorthin gegangen. Das war wirklich nicht schnell. Ihr seht, eine Stunde 45, also fast zwei Stunden. Und musste extra nochmal dahin spielen. Beziehungsweise ich wollte das, um nochmal auf die Steuerung klarzukommen und so weiter und so fort. Es geht ganz speziell um The Day Off. Ja, das ist ein spezielles Level, Leute. Und ja, damit ihr auch ein bisschen versteht, worum es sich hier geht, es ist ein Jump'n'Run, ein 2D-Jump'n'Run, ein Sidescroller. Und es ist aber kein klassisches Jump'n'Run, kann man nicht direkt so sagen. Das Spiel steuert man auch nur mit dem Steuerkreuz und nicht hiermit, mit dem Stick. Und die C-Knöpfe waren dafür da, um zu boosten. Wenn man rechts gedrückt hat, boostet man nach rechts. Wenn man links, nach links, nach oben und wenn man in der Luft ist, nach unten, dann boostet man nach unten. Und ja, den Text konnte man mit L und R weiterdrücken, weil da gibt es auch so eine Story. Das ganze Spiel ist auf Englisch, falls es euch aufgefallen ist. Das Spiel habe ich mir, glaube ich, damals vom Kommunionsgeld geholt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Und auf A springt man und auf B grabt man. Also man packt. Und das ist das Highlight im Spiel. Das ist wirklich das Wichtigste, was man hat. Man muss die Leute packen und schmeißen. Darum ist es auch humorvoll. Es ist ab und zu ernst. Es hat Action. Und entweder man liebt dieses Spiel oder man hasst es. Definitiv. Und jetzt passt mal auf. Diese Stelle habe ich damals als kleines Kind nie geschafft. Und die werde ich jetzt euch hier präsentieren bzw. zeigen, was mein nostalgisches Highlight aus diesem Spiel ist, was ich mit diesem Spiel verbinde, jedes Mal, wenn ich daran denke. So, das sind Events, Leute, ihr seht es. 100 Meter, 200, 400, Jump, Ball, Hurdle, also Hürde oder so. Ja, doch, Hürden, ja. Und Mathe Fun oder Mess Fun, wie auch immer. Mathe Spaß, so. Gut, ihr wisst eh schon mein Englisch, ne? Deswegen werde ich auch nichts vorlesen, was jetzt gleich kommt. Und bei den 100-Meter-Läufen, beziehungsweise bei den Meterläufen, gibt es einen Trick. Und zwar, den habe ich damals nie geschnallt, deswegen kam ich nie weiter. Und ich habe das erst jahrelang nachgeholt. Und Leute, es gab ja damals noch nicht dieses Internet, was man heute so kennt. Deswegen hatte ich da voll die Probleme. Aber jetzt passt mal auf, so. Weil, wenn man schnell rennen möchte, boostet man doch automatisch, ne? Und weil man normalerweise gewohnt ist, hiermit zu boosten, tut man das auch. Aber es gibt noch einen anderen Boost, damit ist man schneller, indem man unten und A gleichzeitig drückt. Aber unser Kollege hier wird uns jetzt erklären, dass wir
nicht fliegen dürfen und wir können nicht springen. Aber er gibt uns einen wichtigen Hinweis. Und zwar, guck mal, das Steuerkreuz rechts. Und ja, ob ihr es glaubt oder nicht, man muss das Steuerkreuz rechts die ganze Zeit spammen. Dann boostet sie auch und sogar noch schneller, als wenn man den C-Stick drückt. Ich kann euch versuchen, bei 200 Meter das Ganze zu zeigen. Das Wichtige ist jetzt erstmal, wir müssen sehr viele Spiele gewinnen, über die Hälfte, damit wir das Ganze gewinnen, damit wir das Level schaffen. So, ihr seht jetzt, man darf nicht zu schnell rennen, sonst hat man das Ganze verkackt. Deswegen habe ich die jetzt mal vorgelassen und ihr seht, wie schnell wir sind. Jetzt gleich zeige ich euch mal, wie schnell wir sind, wenn wir den C-Stick benutzen. Ich werde jetzt nicht volle Power geben, aber einfach nur, damit ihr das mal seht. Unten rechts war der Tacho, falls ihr es gesehen hattet, da stand dann, wie viele Meter noch übrig bleiben. Und ich habe das damals gehasst. Also das war wirklich, jedes Mal, wenn ich das Spiel eingelegt habe, habe ich es immer und immer wieder versucht. Ich habe es nie geschafft. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich da war, wo ich das dann geschafft habe. Ich glaube, 16 oder so. Ja, 18 oder so. Irgendwie so in dem, um den Dreh so. Gut, Cantinho. So, ja, weil ich das jetzt schon geschafft habe, beziehungsweise zeige ich euch noch die anderen Sachen. Das Problem ist, weil ich das Ganze jetzt nochmal neu aufnehme, weil das eben nicht hingehauen hat, dank Kamera. Hi Kamera! ist es so gewesen, dass man das halt schaffen musste und da musste man gewisse Punkte. Jetzt kann ich euch das leider nicht demonstrieren, weil sonst müsste ich nochmal die ganzen Level machen und nochmal so viele Stunden. Und ich denke mir mal, jeder hat dafür Verständnis. Wir gucken jetzt mal bei 200. 400 werde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil, wobei, soll ich 400 auch machen? Kommt, wenn wir schon mal dabei sind, dann mache ich einfach alle, um das Feeling nochmal zu zeigen. Nur schade, dass diese Sequenzen, also das sind jetzt keine richtigen Clip-Sequenzen, aber einfach nur, dass sie das dann zeigen, dass man ein erster Platz ist und wie viele Punkte man bekommt. Weil der Gegner kriegt trotzdem Punkte, auch wenn er nicht erster ist. So, jetzt mache ich erstmal den C-Stick, Knopf meine ich. Und ihr seht, man schafft es nicht wirklich. Und jetzt guck mal, jetzt mache ich das hier. Pass auf. Es dauert jetzt etwas, es ist nur ein bisschen blöd. Boah, der eine geht ja ab wie Schmitz Katz hier. Boah, Leute! Boah, come on! Ich bin nicht mehr so ganz fit, Leute. Es ist schon ziemlich spät. Boah, ich werde auch, glaube ich, ziemlich rot im Gesicht, oder? Boah, holy shit! Da bin ich echt nicht mehr gewohnt. Ihr müsst euch das vorstellen, man muss schon fast so krass schnell drücken, beziehungsweise es ist unangenehm, weil man so irgendwie macht. Ich kann das leider mit links nicht. Ja, Leute, ich bin, ne, Rechtshänder. Und, ja, ich weiß schon, was ihr wieder denkt, ne? Ich weiß schon wieder, was ihr denkt. Und ihr seht ja, das Podest, ne, ihr habt ja gesehen, zwei Leute sind Zweiter und Dritter geworden und die kriegen ja nochmal extra Punkte. Und das rechnet sich dann alles im Gesamtpaket. Und machen wir mal 400. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe, aber Leute, ich denke mir mal, wir werden einen guten Start hinbekommen, weil wenn wir direkt am Anfang schon das Steuerkreuz benutzen, dann werden wir das schon hinbekommen. So, dann zeige ich euch das, also ich zeige euch das jetzt mal eben. Komm schon. Aber ich sag euch, das hat mich damals so abgefuckt, aufgeregt. Ich hätte sogar beinahe, und das ist selten, den Controller weggeschmissen. Einfach nur, weil ich das so unfair fand. Ohne Witz. Ich denke mir mal, hier sind die extra langsamer, weil die 400 Meter Lauf machen. Und man einfach als kleines Kind nicht wirklich so Ausdauer hat in Knöpfe drücken, denke ich mir einfach mal. Deswegen ist 200, glaube ich, am krassesten von allen. 100, glaube ich, eher weniger, habt ihr ja gesehen, ne? Aber da musste ich schon ziemlich krass einholen. Da hätte man echt nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Aber wie ihr gesehen habt, habe ich es doch irgendwie hinbekommen. Ich kann euch ja noch so eine Kleinigkeit vielleicht gleich zeigen, wenn wir noch die Zeit dazu finden. Ich muss mal gucken. Weil wie gesagt, ich will nicht, dass die 20 Minuten jetzt hier umgehen und die Kamera hängt sich wieder auf oder so. Da muss ich echt mal gucken, weil ich glaube, die war zu überhitzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das ja mal öfter mal in gewissen Videos gesagt, die ich dann damit aufgenommen hatte. Und das ist halt echt nicht schön, wenn man dann merkt, oh, das nimmt ja gar nicht mehr auf. Okay. Ja, ihr habt ja auch oben rechts eben gesehen, da war der World Record und unten ist meiner.
Wie ihr gesehen habt, habe ich die, glaube ich, jedes Mal gebrochen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, weil gleichzeitig gucke ich ja auch zu euch, ne? Deswegen habe ich ja also gesagt, ihr dürft nicht zu viel von mir verlangen, dass ich jetzt alles auch unbedingt schaffe. Wenn ich es überhaupt gesagt hatte. Kann sein, dass ich es eben in dem anderen Video gesagt habe, was ich ja, was die Kamera mir dann Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ich wollte ja keinen Cut machen, Leute, ne? So, Jump. Da verkacke ich aber, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es sei denn, ich hab's jetzt raus, weil man darf bis zu zweimal springen. Und das Problem ist, das ist halt, dieses Weitspringen, ne? Und ich verkacke das immer. Man muss unten und A drücken, dann hat die so einen Boost und dann musst du in dem Moment springen und gleichzeitig irgendwie... Moment. Genau so. Habt ihr es gesehen? So. Das habe ich nämlich im anderen Video nicht geschafft, aber gut, dass es mir jetzt gelungen ist, weil man darf auch nicht die Linie überschreiten, sonst steht er so faul. Oha, wie krass sind wir. Okay, es sieht gut aus. Vielleicht gewinnen wir sogar alles, Leute. Wenn ja, Leute, dann ist das der Special-Moment überhaupt. Nostalgie pur. Komm schon. Ja. Boah, wir waren sogar noch besser als davor. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, wir würden dahinter landen, aber okay. Mal gucken, was ist jetzt mit dem so. Krass, der war sogar schlechter. Ihr müsst euch vorstellen, im vorherigen Video hat der erst, keine Ahnung, ist er da gewesen und dann ist er irgendwie da. Also das ist auch immer ein bisschen random. Und ihr habt gesehen, die Punkte so ungefähr und der Weltrekord, habt ihr gesehen, der hat sich jetzt gerade verbessert, weil ich das davor nicht geschafft hatte. Aber das ist schon eine krasse Sache. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Jetzt haben wir noch Ball, Hürden und Mathe. Leute, Mathe, da kommt Kopfrechnen in Frage. Und da hat man manchmal ein bisschen Zeit, manchmal nicht. Aber dazu kommen wir gleich. So, die Sache ist die, das ist ziemlich unfair, je nachdem. Aber das kann man eigentlich gar nicht verlieren. Ich zeige euch jetzt auch warum. Weil wir müssen das hier einfach nur packen. Und dann kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute und die werfen Bälle. Ihr dürft nur die weißen Bälle einsacken, oh, nicht die roten. Krass. Wo ich das beim letzten Mal gemacht habe, also im Video davor, was ja nicht gelungen ist, müsst ihr euch vorstellen, da kamen direkt nur weiße Bälle und jetzt kommen irgendwie rote, also direkt am Anfang mehrere. Also wie es aussieht, ist das auch ein bisschen random und da muss man auch ein bisschen Glück haben. Ich weiß gar nicht, ob ich da damals überhaupt großartig verkackt habe, also nicht. Nein, wow, soll das? Ey, kommen jetzt auch mal weiße Bälle? Was soll das? Alter, das ist irgendwie unfair, seht ihr das? Nein! Alter! Wie krass ist das denn? Wo kommen denn mal weiße Bälle? Da! Nein! Wow! Ja klar, die weißen Bälle, die verschwinden direkt, ne? Und die roten, die bleiben da. Alter! Nein! Wow. Nein! Habt ihr es gesehen? Alter, unentschieden? Was passiert jetzt, wenn es unentschieden ist? Das weiß ich gar nicht. Okay, jetzt sehen wir wenigstens auch, was passiert, wenn es unentschieden ist. Weil ich habe da echt keinen Plan von. Warum hat der trotzdem gewonnen? Warum? Seht ihr, was ich meine, wie unfair das ist? Deswegen... Da muss man wirklich über die Hälfte der ganzen Spiele gewinnen. Ich habe jetzt eins gerade mal verkackt. Stellt euch vor, man hätte das nicht gewusst mit dem Trick, mit dem Speeden. Also, ohne Scheiß, Leute, die drei wären dann schon mal ausgeschieden. Das hätten wir vielleicht gewonnen. Das hier haben wir dann auch verkackt. Das heißt, wir hätten nur das geschafft und die beiden anderen. Krass, ne? Jetzt pass mal auf, das mit den Hürden ist auch nicht so einfach. Da habe ich im letzten Video, davor das, was ich versucht habe aufzunehmen, habe ich ganz knapp gewonnen. Ob wir das diesmal schaffen, keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren. Okay, dann gucken wir mal. Ja, die Sache ist halt die, der rennt auch sehr schnell und ja, man muss halt auch springen, ne? Jetzt pass mal auf. Vor allem... Das ist halt das Ding. Ihr seht es.
Man muss in der Luft schon springen und das drücken. Und sonst hat man eigentlich gar keine Chance. Habt ihr es gesehen? Ja, okay, das sieht jetzt voll einfach aus, aber glaubt mir, wenn ihr die Steuerung nicht so wirklich beherrscht, dann habt ihr keine Chance. Eben war das nämlich so, der war nämlich ganz hier. Und ich bin gerade dann, also ganz knapp war der hier und ich war dann gerade durch das Ziel, durch die Ziellinie gekommen. Und sonst hätte er mich abgezogen. Eiskalt hätte er mich abgezogen. Aber wie ihr gesehen habt, habe ich es diesmal besser gemacht, weil ich kannte die Strecke jetzt. Leider ist es diesmal nicht mehr blind gewesen. Also was heißt blind? Das ist schon eine Zeit her, wo ich es gespielt hatte, ne? Okay, kommen wir zur letzten Sache. Und zwar Mathe. So, wundert euch nicht, Kopfrechnen, auch wenn es nur klein und simpel ist, es bildet sich ein Chaos in meinem Kopf und ich habe einfach zu viel Angst, dass der andere schneller ist und dann rate ich. Ihr kennt es vielleicht von euch, wenn ihr unter Druck seid, dann kriegt ihr nicht immer alles hin. Außer bei speziellem Druck, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und wir gucken einfach mal. Ich bin nicht wirklich fit in Kopfrechnen, das sage ich euch jetzt, auch wenn es wirklich kleine Zahlen sind. Es ist wirklich nicht viel. Passt einfach auf. Es ist einfach nur Plusrechnen. Oh ne, es ist sogar... Das ist 2. Ich würde schon sagen, es ist sogar mal, Leute. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, das kam eben nicht ohne 7. Okay, bis jetzt haben wir leichte Sachen, also schnellere Sachen. Jetzt kommen bestimmt die... Was? Okay. Ja, wie ihr seht, lässt er uns doch eine Chance, aber manchmal ist es auch anders. Krass. Ey, eben ohne Witz hatte ich 3 Zahlen immer, die plus gerechnet werden müssen. Was ist jetzt los? 1 geteilt durch 1 war 0, ne? Ah, nee. Es war 1. Ach, Leute. Ja, vergisst es. 18. Was? Geteilt durch 2? Es war doch, Nein, 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 nein. Ja, genau. Oh. Ja, ihr merkt schon, das ist schon eine Weile her. Schon wieder? Okay, warum haben die das schon wieder genommen? Allerdings wird hier irgendwie kein Timer abgespielt. Nein, was tue ich da? 13. Oh, Gott sei Dank, ich war gerade noch schnell genug. So, jetzt, was kommt? Eine 10. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man haben muss. Keine Ahnung, im Endeffekt wird es dann am Ende zusammen... Wobei, warum habe ich denn jetzt 10? Achso, das wurde dann auch nochmal zusammengerechnet. Gut, gut, Leute, ich habe nichts gesagt. So, das war jetzt mein spezielles Highlight aus dem Ganzen. Was anderes möchte ich euch nicht zeigen, weil das wäre erstens krass gespoilert und gleichzeitig wollte ich euch einfach nur das nochmal übermitteln und den Leuten weiterhelfen, die da nicht vielleicht weiterkamen. Wie gesagt... Ich hoffe, es hat euch gefallen und für die, die so brav gewartet haben, die bekommen jetzt noch einen Fakt von mir zu hören. Also bis dann. Oh, meine Jumpers, ihr seid ja auch hier. Ach übrigens, Fakt Nummer 2, ich lese gerne Mangas.